Okay, ich übersetze mal meine Frage. Es ist ja, dass wir ständig über Manifestieren von Ereignissen sprechen. Und es ist tatsächlich unsere eigenen Gedanken, unsere Sinnbilder und unsere Jiva-Energie. Und ich habe Wladimir gefragt, inwiefern wirken Gedanken der anderen oder Manifestationen der anderen auf uns. Also wenn über einen, der halt praktisch mehr Geld haben möchte oder finanziell besseren Wohlstand haben möchte, aber alle anderen über ihn denken, dass das ein armer Schlucker ist und von ihm praktisch so ein Bild haben, dass der arm ist. Был очень хороший вопрос, и поэтому я хочу на него ответить так развернуто. Also es war eine sehr gute Frage, deshalb möchte Wladimir auch ein bisschen ausholen und gründlich auf diese Frage eingehen. С другой стороны, мой ответ, он позволит нам еще раз вспомнить, что мы делаем, как мы делаем и для чего. Und andererseits wird die Frage uns allen noch helfen, uns zu erinnern, was wir machen, wie wir machen und wofür. И начнем мы чуть-чуть издалека. Und wir fangen ein bisschen weiter ausgeholt an. С точки зрения ведической традиции, а славянская традиция является частью общей ведической традиции. Aus der Sichtweise der vedischen Kultur und die slawische Tradition ist ein Teil der vedischen Kultur. Мы воплощаемся на планете Земля многократно. Kommen wir oft auf diese Erde oder reinkarnieren oft auf diese Erde. В процессе воплощения мы проходим воплощение в камне. Und im Verlauf unserer Inkarnationen beginnen wir praktisch im Stein als Seele, dann in der Pflanze. Потом мы учимся быть животными, Dann lernen wir Tiere zu sein, рождаемся человеком. werden als Mensch wiedergeboren. После того, как мы заканчиваем свое воплощение на уровне человека, мы рождаемся как высшая душа. Nachdem wir praktisch uns entwickelt haben im Reich der Menschen, werden wir als eine höhere Это Seele. те, кого христианская традиция называет ангелами. In der christlichen Tradition werden wir diese Seelen als Engel bezeichnen. Потом мы становимся, имеем возможность стать земными божествами. Als nächstes haben wir die Möglichkeit, so irdische oder planetare Gottheiten zu werden. То есть это те божества, у которых тело как планеты или как некое скопление созвездий. Das ist praktisch der Körper eines Planeten oder eines Sterns oder sogar eines Sternensystems. Ну и самый высший уровень, который мы можем достигнуть, это когда мы становимся богами, творцами, демиургами, которые могут создать отдельно взятую вселенную. Und die höchste Stufe ist, dass die Seele praktisch zu einer Ebene eines Gottes, eines Schöpfers des ganzen Universums aufsteigen kann. То есть мы проходим воплощение за воплощением вот эти уровни. Also wir gehen Reinkarnation für Reinkarnation diese Evolutionsstufe rauf. На уровне человека мы можем отказаться от прохождения этого. Auf der Ebene des Menschen können wir uns praktisch davon lossagen, das Ganze durchzugehen. То есть это означает медитировать на пустоту, соединиться с пустотой и прекратить вообще цикл реинкарнации. Das heißt, dass wir auf die Lehre uns konzentrieren und meditieren und praktisch aus dem Kreis der Reinkarnation vollständig aussteigen. Мы можем достигать состояния просветления и благодаря состоянию просветления подниматься на более высший уровень. Und wir können den Zustand der Erleuchtung erreichen und dank diesem Zustand der Erleuchtung gehen wir auf höhere Stufen. В конечном итоге, когда мы достигаем состояния просветления, мы можем достигнуть состояния освобождения, свободы мокши. Und wenn wir letztendlich diese Erleuchtung erreichen, erreichen wir den Zustand der Befreiung, also Zustand des Moksha, Befreiung von allen Dingen. То есть и поэтому можем не становиться божествами, если мы этого не хотим. Und wenn wir praktisch nicht zu Göttern uns weiter evolutionieren möchten, müssen wir den Weg nicht gehen, also zwingend. Wir können halt. Очень важно понять, что у животных, растений и камней у них нету кармы. Und wir müssen aber auch verstehen, dass Tiere, Pflanzen und Steine kein Karma haben. То есть они подсознательно руководятся божественным миром, и поэтому у них нету кармы. Auf der Ebene des Unterbewusstseins werden sie von den göttlichen Welten und Energien kontrolliert, deshalb brauchen sie auch kein Karma. И вот мы родились на уровне человека. Und hier kommen wir zur Welt auf der Ebene des Menschen. И родившись на уровне человека, мы тоже учимся творить реальность. Und auf der Ebene des Menschen lernen wir es auch, unsere eigene Realität zu schöpfen, zu kreieren. Благодаря тому, что мы были на уровне камня, мы умеем создавать свои кости.
Dank dessen, dass wir uns eine Zeit lang auf der Ebene der Steine befunden haben, lernen wir Knochen aufzubauen. Благодаря тому, что были на уровне растений, мы умеем создавать свои мышцы. Dank der Welt der Pflanzen lernen wir Muskeln aufzubauen und zu schaffen. Благодаря тому, что мы стали на уровне животных, мы развили свои эмоции. Auf der Ebene der Tiere hat die Seele ihre Emotionen entwickelt. На уровне человека мы развиваем свой логический ум. Auf der Ebene des Menschen entwickelt die Seele ihren logischen Verstand. И высшие оболочки души. Und die höheren Hüllen und Schichten der Seele. Поэтому на самом деле, чтобы вы понимали цель духовного развития, это развитие, раскрытие верхних оболочек души. Und damit ihr das auch richtig versteht, das Ziel dieser geistigen Evolution oder der spirituellen Evolution ist das Entwickeln dieser feinstofflichen Körper und Hüllen. То есть это подобно тому, как птенец для того, чтобы научился летать, ему надо вырасти перья и подняться тогда в небеса. So ähnlich wie ein Küken, der muss erst seine Federn wachsen lassen und wenn die gewachsen sind, kann erst dann fliegen lernen und zum Himmel emporsteigen. Находясь на планете Земля, каждому из нас дается личный канал, личная сила творения. Und auf der Ebene der Erde wird jedem sein individueller Kanal gegeben, so sein eigener schöpferischer Kanal. Мы, излучая божественную энергию жизни, живу через свои мысли, материализуем события. Und wir strahlen die Lebensenergie, die Jiva-Energie aus und durch unsere Gedanken, Bilder formen wir unsere Realität. Давайте поймем, что все люди материализуют события. Lasst uns verstehen, dass alle Menschen ihre Ereignisse materialisieren. Но дело в том, что у каждого свой уровень влияния. Und jeder hat zudem aber seine eigene Ebene der Wirkung auf die Realität. Чем больше развита человеческая душа, чем больше энергии, тем больше она может влиять на большее количество территорий. Größer die Seele praktisch ist energetisch, je weiter entwickelter sie ist, desto mehr kann sie auf oder auf ein größeres Territorium, auf ein größeres Spektrum wirken. Маленькая свеча может осветить только одну темную комнату. Eine kleine Kerze kann nur ein kleines Zimmer beleuchten. А солнце может осветить всю землю. Und die Sonne, die kann ja die ganze Erde beleuchten. Поэтому мы идем и увеличиваем духовную силу влияния и творения реальности. Deshalb gehen wir raus und verstärken unsere spirituelle Kraft und unsere Kraft auf die Realität zu wirken. Но поскольку мы уже не животные, мы поднялись на более высший уровень. Da wir aber keine Tiere mehr sind, wir haben uns auf die Erde, auf die Ebene der Menschen hochbewegt. У нас появляется такое понятие, как божественная воля. Entsteht so ein Begriff wie der göttliche Wille. Или то, что еще можно назвать предназначение, дхарма. Oder was man als Bestimmung oder als das Dharma bezeichnen kann. Соответственно, когда мы говорим про божественную волю, нам дается сила для творения, для материализации, но в то же время у нас есть та работа, которую мы должны делать. Und wenn wir über den göttlichen Willen sprechen, gibt es ja auch das sowas wie eine göttliche Fügung, aber gleichzeitig auch unsere Bestimmung. Und nichtsdestotrotz müssen wir auch gewisse Arbeit selber verrichten aus unserer eigenen Anstrengung. Но дело в том, что не все люди готовы слышать, чувствовать или понимать свое предназначение. Und nicht alle Menschen sind bereit, ihre eigene Bestimmung zu sehen, zu fühlen und wahrzunehmen. Потому что когда они рождаются на планете Земля, weil wenn sie auf dem Planet Erde geboren werden, у нас включается логический ум, wird bei den Menschen der logische Verstand aktiv. Наше эго und unser Ego, которая привязывается к материальному миру, welche sich an die materielle Welt bindet. И вместо того, чтобы реально хотеть и стремиться к тому, что нам на самом деле надо, und stattdessen, dass die Seele real das anstrebt, was für sie tatsächlich notwendig ist, мы можем начинать хотеть или стремиться к тому, что на самом деле нам не нужно на самом деле. Beginnen wir das anzustreben oder das zu wollen, was wir tatsächlich in unserem Inneren nicht brauchen. Ну, например, человек родился для того, чтобы стать скрипачом. Zum Beispiel ein Mensch wird geboren, um Geiger zu werden. Но когда он был маленьким мальчиком и шел с девочкой, Als er ein kleiner Junge war und mit einem Mädchen gegangen ist, его сильно побили.
hat man ihn stark zusammengeschlagen. Und er чувствовал себя слабым, что он не может защитить ни себя, ни девушку. Und er hat sich so schwach gefühlt, dass er sich selbst nicht beschützen konnte und das Mädchen. В нем произошел распад энергии, распад живы. Bei ihm ist dieser Energiezerfall aufgetreten, der Zerfall der Jiva-Energie. И представим себе, что он пошел на бокс. Und wir stellen uns vor, dass er zum Boxtraining dann geht. И для того, чтобы доказать себе, что он настоящий мужчина, um sich selbst zu beweisen, dass er ein richtiger Mann ist, он стал чемпионом по боксу, wird er Champion im Boxen. И может быть даже там достиг каких-то высоких уровней. Vielleicht erreicht er sogar irgendwelche höheren Levels dann im Boxen. Но на самом деле это не было то, ради чего родилась его душа. Aber das war tatsächlich nicht das, worum, oder wofür seine Seele geboren ist. То есть он рожден был ради музыки, а тут он для того, чтобы доказать себе, что он мужчина, он вынужден был заниматься боксом. Er ist praktisch geboren für Musik, um Geiger zu sein, aber um anderen etwas zu beweisen, wird er Boxprofi. Таким образом, он завязывается в круг реинкарнации, в круг перерождений. Und so bindet er sich in den Kreis der Reinkarnationen, in den Kreis der Wiedergeburt. Поскольку он уже делал, может быть, что-то уже не совсем гармоничное, он рождается, чтобы это отрабатывать. Vielleicht hat er auch etwas nicht ganz Harmonisches geschaffen dabei und muss wiedergeboren werden, um das quasi abzuarbeiten. Поэтому из жизни жизни он может как бы рождаться, страдать, у него могут возникать жизненные трудности. Deshalb wird er wiedergeboren und bei ihm entstehen ständig Lebensschwierigkeiten. Исходя из этого, получается, может и хотеть не то, что ему нужно на самом деле. Und als Resultat möchte er vielleicht etwas ganz anderes, als er es tatsächlich braucht. Поэтому практика живы, она как бы состоит из двух частей. Deshalb besteht die Jiva-Praktik aus zwei Teilen. Первое, то есть это очистить сознание и почувствовать то, что на самом деле хочет от тебя Бог и хочет твоя душа. Das Bewusstsein reinigen als erstes und zu sehen, zu fühlen, was Gott eigentlich von dir möchte. То есть по-настоящему, а не то, что это будет какая-то компенсация или как, потому что нас обидели, нам надо защищаться. Also tatsächlich und das Wahre praktisch. Es ist keine Kompensation, so wie in dem Fall, dass man uns irgendwie beleidigt oder verletzt hat und wir dafür das Ganze kompensieren möchten. Назовем это медитация осознанности. Das ist die Meditation der Bewusstheit. И вторая часть – это медитация или энергетическая практика материализации. Und das Zweite, das ist die Meditation zu realisieren von materiellen, von seiner Realität halt. Ну, когда мы материализуем какие-то обычные вещи, которые для нас нужны. Wenn wir ganz normale Sachen materialisieren, die wir dann auch. Здоровье, хорошие отношения, дом. Gesundheit, eine gute Beziehung, unser Haus. Это нужно как бы там всем, в том или ином мире. Das braucht ja jeder, also der auf dieser Welt lebt. Но когда речь идет о каких-то глобальных целях, которые будут у нас занимать десятилетия, то над ними надо больше помедитировать. Wenn es aber um globale Ziele geht, die vielleicht Jahrzehnte brauchen an Arbeit, da muss man darüber meditieren. Если здесь мы представляем образ и через него посылаем энергию и материализуем, wenn wir hier das Sinnbild vorstellen, durch dieses Sinnbild und die Vorstellung Energie schicken und es materialisieren, то здесь мы медитируем без образа, мы ни о чем не думаем. Meditieren wir hier ohne Sinnbilder, wir denken da quasi an nichts. Мы отбрасываем все мысли. Wir werfen alle Gedanken und befinden uns im Zustand der Meditation, для того, чтобы у нас возникла ясность и понимание, куда мы идем и что мы делаем. Damit bei uns eine Klarheit entsteht darüber, wohin wir uns bewegen und was wir hier eigentlich machen. Поэтому в вашей практике я вам рекомендую всегда помнить об этих двух моментах. Deshalb, wenn ihr praktiziert, erinnert euch bitte an diese zwei Momente. То есть если вы сталкиваетесь с какими-то трудностями или глобальными целями, рекомендовано вам медитировать без образа для того, чтобы понять путь. Wenn ihr an irgendwelche Schwierigkeiten stößt, dann müsst ihr praktisch ohne Gedanken auf eine Lehre meditieren, damit Klarheit bei euch entsteht, damit ihr когда понятно четко, куда вы идете и для чего. Damit es für euch verständlich und deutlich wird, wohin ihr euch bewegen müsst und wofür. Вы используете практики материализации, чтобы этого достигнуть. Und dann verwendet ihr die Praktiken der Materialisation, um das zu erreichen. Говоря о практиках материализации, вы должны понимать.
Und wenn wir über die Materialisationspraktiken sprechen, müsst ihr Folgendes verstehen. Что у каждого человека есть как бы своя карма. Dass ein jeder Mensch sein eigenes Karma hat. И у него есть некий запас благочестия. Und er hat auch seinen eigenen Speicher oder seinen eigenen Vorrat praktisch aus an guten Dingen oder aus dieser guten Energie, die aus guten Dingen besteht aus der Vergangenheit. Поэтому, когда мы хотим действительно чего-то достигнуть большего и реально трансформироваться, wenn wir dann mehr erreichen wollen und auch richtig transformieren möchten, нам нужно менять свои негативные мысли, müssen wir unsere negativen Gedanken austauschen, негативные эмоции, unsere negativen Emotionen, ограничивающие модели поведения, unsere eingrenzenden Verhaltensmuster. И это мы сейчас на первой ступени с этим разбираемся. Und da arbeiten wir eigentlich an der ersten Stufe damit. А на второй ступени мы будем разбираться глубже, мы будем разбираться со своей кармой. Auf der zweiten Stufe werden wir dann tiefer gehen. Wir прошлыми жизнями. Mit unserem Karma arbeiten, mit unseren vorigen Leben. Более глобальными задачами. Mit глобалеren Aufgaben. В том числе тем, что нам передано по роду. Unter anderem auch mit den Dingen, die wir vererbt bekommen haben. Also потому что дело в том, что не только мы можем как бы не понимать, чего нам хотеть, но нам могут еще и навязывать какие-то ложные убеждения. Also von unserer Familie. Also es ist so, dass nicht nur so ist, dass wir selbst nicht verstehen, was wir tun müssen, was unsere Bestimmung ist. Es ist noch mehr, dass uns die Familie oder die Vorfahren eine gewisse Meinung noch aufzwingen oder Verhaltensweisen aufzwingen, die für uns nicht so ganz passend sind. То есть, родившись в какой-то семье, у нас могут быть какие-то передающиеся по роду представления о жизни. Indem wir in einer Familie wiedergeboren werden, werden uns praktisch so Generation für Generation auch gewisse Weltanschauungen vererbt und Werte vererbt, die wir dann aufnehmen. Проживая в той или иной стране, на вас влияют средства массовой информации этой страны. Indem sie auch in einem oder anderen Land leben, wirken auch die Massenmedien auf euer Bewusstsein. Современные средства массовой информации, они создают вокруг человека кокон эмоций для того, чтобы он не думал, а на эмоциях делал какие-то действия. Und die Massenmedien sind unter anderem dazu da, so ein Kokon aus Emotionen zu schaffen, um den Menschen, damit er praktisch nicht unbedingt logisch nachdenkt, sondern in seinen Emotionen und durch seine Emotionen handelt. И поэтому обычный человек может стремиться или материализовать не всегда то, что ему на самом деле нужно. Und der normale Mensch strebt gewissermaßen Sachen an, die ihm nicht eigen sind und die er auch nicht braucht. Когда человек получает посвящение в жизнь, у него становится большее количество энергии. Wenn der Mensch dann eine Einweihung in die Shiva-Heilkunst bekommt, hat er auch mehr Energie für diese Realisation. То есть в нем открывается внутренний божественный источник света. Und in seinem Inneren öffnen sich eine neue Quelle aus dem göttlichen Licht oder aus der göttlichen Energie. У него становится настолько много энергии, что он может идти своим путем, и его уже не отвлекают. Он может понимать, что на него влияет общество и даже противостоять обществу. Er bekommt so viel Energie, dass er praktisch geradeaus seinen Weg gehen kann, so dass die Gesellschaft nicht mehr auf ihn wirken kann, sondern er beginnt auf die Gesellschaft sogar zu wirken. То есть, практикуя живу, человек становится свободным. Also indem man Shiva praktiziert, wird der Mensch eigentlich frei. И в конечном итоге Shiva переходит в Shiva-Yarga. Und letztendlich fließt das Shiva in das Shiva-Yarga. Или то, что можно было бы назвать йога или раджа-йога. Oder das, was wir als Yoga oder Raja-Yoga bezeichnen könnten. Путь духовного саморазвития. Also der Weg der geistlichen Selbstentwicklung.